Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnelle. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol, wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Der Hitzestrahl. Es war ein sehr heißer Tag in der Abenteuerbucht. Die Hitze ist noch schlimmer, wenn man ein Fell hat wie wir Hunde. Wir könnten mit dem Rasensprenger spielen. Wie geht's? Nein, danke. Ich bleib lieber im Schatten. Halt, warte, Zuma. Der Rasensprenger wird viel Wasser versprühen. Und wir sollten an heißen Tagen nicht zu viel Wasser verbrauchen. Ach ja, Wasserverschwendung ist gar nicht gut. Aber ich habe noch Wasser in meinen Wasserdüsen. Ich fülle das Planschbecken auf, dann können wir uns da drin abkühlen. Tolle Idee, Marshall. Ihr könnt das Wasser den ganzen Tag benutzen, wenn es im Becken bleibt. Aber ich gehe nicht in das Becken. Am anderen Ende der Stadt trugen Captain Tollpatsch und François unterdessen eine große Glaslinse zu ihrem Auto. Vorsicht, François. Diese Linse ist klar und kratzerlos. Und so soll es auch bleiben. Aber natürlich, diese neue Glaslinse wird deine Leuchtturmlampe noch viel heller machen. Und außerdem macht sie lustige Fratzen, wenn man hindurchschaut. Sieh dir das an, Cousin. Dann laden wir die Linse mal hier auf. Sorgfältig befestigten die beiden die Linse auf dem Anhänger. So, und jetzt bringen wir sie auf die Insel. Wit, wit. Nein, lieber nicht. Ich muss schön leicht und langsam fahren, damit meine Linse auch heil bleibt. Captain Tollpatsch gab Gas und nahm die Straße, die neben den Eisenbahngleisen entlang führte. Dort näherte sich gerade ein Zug mit einer Ladung Baumstämme dem Bahnhof. Doch weder der Captain noch François bemerkten, dass ein Sonnenstrahl die Linse traf, durch sie hindurchschien und dadurch in einen Hitzestrahl verwandelt wurde. Der traf aber genau die Baumstämme, zum Entsetzen des Lokführers. Herrje, die Baumstämme haben Feuer gefangen. Ich muss sofort anhalten. Aber auch der Bremshebel wurde getroffen. Ah, der Bremshebel klemmt. Ich kann nicht mehr anhalten. Ich brauche Hilfe. Schnell griff er nach seinem Handy. Die beiden Cousins bekamen nicht mit, was die Linse auf ihrem Anhänger anrichtete. Und dass der Hitzestrahl gerade das Wasser einer Vogeltränke aufheizte. Also ehrlich, du fährst so langsam, dass sogar die Schnecken uns abhängen. Wir fahren eine völlig empfindliche Fracht. Wirf mir nicht vor, dass ich vorsichtig bin. Sie kamen am Rathaus vorbei, wo Bürgermeisterin Gutherz sich gerade um ihre Blumen kümmerte. Die ließen sofort die Köpfe hängen, als sie von dem Strahl getroffen wurden. Herr Jemine, das ist eine Tulpentragödie. Als nächstes war die goldene Statue von Henrietta an der Reihe, deren Fuß durch die Hitze sogar schmolz. Oh, und eine Statuenkatastrophe! Oh nein! Wir haben schon heiße Tage erlebt, aber es war noch nie so heiß, dass Dinge schmelzen. Auch Herr Pfeffer, der Restaurantbesitzer, blieb nicht verschont. Sein Mais verwandelte sich nämlich wie von selbst in Popcorn. Ah, mein Mais! Wie wurden die denn gegrillt? Fliegendes Popcorn hatte auch Captain Tollpatsch noch nie gesehen. Guck dich, da kommt Popcorn geflogen! Schnell trat er auf die Bremse und der Hitzestrahl richtete sich auf die Straße. Puh, das Popcorn ist weg. Fahren wir weiter. Nicht so schnell. Sieh doch die Straße. Der Asphalt schmilzt zu Teer. Oh, wir können nicht darüber fahren. So kommen wir unmöglich an den Steg. Ryder weiß bestimmt einen besseren Weg. Fahren wir schnell zu ihm. Er wird uns helfen, die Linse zum Leuchtturm zu bringen. Flink und flott. Aber erst einmal blieb das Büchermobil von Frau Fröhlich und ihrem Waschbären Walter in dem heißen Teer stecken. Walter, wir stecken fest. Wie sollen wir jetzt nur die Bücher zu den Kindern bringen? Du hast recht. Ich rufe die Paw Patrol an. Die Fellfreunde schoben gerade das noch leere Planschbecken unter einen großen Baum, als Ryders Pawpad sich meldete. Planschbecken, kommt! Planschen. Moment, Fellfreunde, da ruft jemand an.
Oh, hallo, Herr Lokführer. Ryder, meine Holzladung brennt und ich kann leider den Zug nicht anhalten. Wir werden Ihnen helfen. Sekunde, ich habe noch einen Anruf. Ryder, die Henrietta-Statue kippt bald um und meine Tulpen lassen die Köpfe hängen. Wir kommen sofort. Bleiben Sie dran. Ich habe noch einen Anruf. Ryder, der Asphalt ist weich und mein Büchermobil steckt fest. Keine Sorge, wir werden die brenzligen Probleme beheben, aber wir brauchen die gesamte Feuerwehrausrüstung, um alles abzukühlen. Kein Tag zu heiß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, wir haben einen ultimativen Einsatz. Ryder braucht uns! Die Fellfreunde flitzten zur Einsatzzentrale hinüber. Doch Marshall stolperte über das Planschbecken, das mit ihm in den gläsernen Fahrstuhl rollte. Immerhin sind wir jetzt alle im Planschbecken. Und sind schön trocken geblieben. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte sie hinauf ins oberste Stockwerk. Als sie dort ankam, steckten alle in ihren Einsatzanzügen. In ganz besonderen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Als Feuerwehrhunde. Fellfreunde, es gibt Probleme in der ganzen Stadt. Ein Wagen voller qualmender Baumstämme, eine umgekippte Statue, verwelkte Blumen und klebrige Straßen in der ganzen Abenteuerbucht. Naja, es ist ziemlich heiß da draußen, aber ist wirklich die Hitze schuld an all den Problemen? Ich bin mir nicht sicher, aber wir brauchen den Einsatz aller Fellfreunde, um diese Probleme zu beheben. Deshalb ist das hier ein ultimativer Feuerwehreinsatz. Marshall? Du bist der Experte für die Abkühlung brenzliger Situationen. Also musst du alle anleiten und ihnen zeigen, was zu tun ist. Der ultimative Marshall macht's. Wir sind dabei! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder, der ebenfalls in einem Feuerwehranzug steckte, rutschte hinunter zu seinem Spezialquad. Während Marshall sein ultimatives Feuerwehrauto startklar machte. Es hatte mehrere Düsen, dicke Schläuche, eine besonders hohe Leiter mit Führerhaus, ein kleines Wasserdüsenauto und alle Fellfreunde hatten darin Platz. Alles klar! Im Nu saßen die Hunde auf ihren Plätzen und dann sausten sie los. Als erstes ging es in die Nähe des Bahnhofes. Na gut, dann löschen wir mal diese qualmenden Baumstämme. Aber zuerst müssen wir den Zug anhalten. Guter Plan, Marshall. Rubble, schnapp dir den Zug mit dem Seitengreifer. Dann stoppen wir ihn, indem wir abbremsen. Ich hab noch niemals einen Zug gefangen. Cool! Rubble lenkte den Supergreifer zu dem Zug hinüber und hakte ihn am Dach fest. Okay, bremsen! Der Zug kam tatsächlich zum Stehen. Und jetzt Wassermarsch! Wasserdüsenauto! Das kleine Auto wurde ausgeklinkt. Rocky sprang hinein und hielt die Düsen genau auf die Baumstämme, die schnell aufhörten zu qualmen. Das war klasse, Paw Patrol! Kein Problem! Gern geschehen! Schon waren sie wieder unterwegs. Zum Rathaus. Chase, gieß die Blumen dort. Rocky, kühl du die Statue ab. Kaum hatten die Blumen Wasser bekommen, richteten sie sich wieder auf. Und auch der Fuß der Henrietta-Statue hörte auf zu glühen. Die Statue ist jetzt abgekühlt. Gut gemacht. So, Rubble, richte sie wieder auf. Rubble ist der ultimative Retter. Vorsichtig schob Rubble die Statue mit Hilfe des Supergreifers wieder an ihren Platz. Ohoho, danke schön, Paw Patrol. Gern geschehen. Das Büchermobil steckte immer noch fest, als die Paw Patrol angefahren kam und sofort damit begann, den flüssigen Teer abzukühlen. Alles klar, dann bringen wir dieses Büchermobil wieder auf festen Boden. Ryder und Marshall befestigten einen Haken an dem Wagen. Marshall sprang zurück ins Feuerwehrauto und legte den Rückwärtsgang ein. So, Frau Fröhlich, jetzt haben Sie wieder freie Fahrt. Oh, danke schön, Paw Patrol. Wie ist denn der Asphalt bloß geschmolzen? Das wissen wir noch nicht. Es ist zwar heiß heute, aber so heiß auch wieder nicht. Captain Tollpatsch und François hatten mittlerweile die Serpentinenstraße mit den vielen engen Kurven erreicht. Oh, Vorsicht, Cousin. Von diesem Schlingerkuss wird mir noch ganz schlecht. Entschuldige, diese Serpentinenstraße ist super steil. Und voller Steine. Als der Anhänger mit der Linse darüber fuhr, löste er sich unbemerkt vom Auto. Achte du auf die Straße. Ich überwache die... Ah, die Linse, sie rollte weg. Ah, ach du alter Anhänger, die Linse kullert unkontrolliert durch die Gegend. Und blieb nun genau auf einem Zebrastreifen stehen.
Sofort richtete sich der Hitzestrahl auf den Wasserturm der Abenteuerbucht. Doch die Paw Patrol war nicht weit entfernt und Zuma füllte gerade die Tränke der Vögel mit frischem Wasser. Bitte schön, kleine Vögelchen. Was ist das für ein Geräusch? Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann es rausfinden. Hochfahren! Die große Feuerwehrleiter fuhr in die Höhe. Siehst du etwas Ungewöhnliches? Ja, ich sehe Dampf, der aus dem Wasserturm kommt. Ich glaube, der Turm geht gleich in die Luft. Oh, der versorgt die ganze Abenteuerbucht mit Wasser. Eine Hitzewelle ist ein schlechter Zeitpunkt für Wasserknappheit. Wir müssen schnell dorthin. Nichts wie los, Feuerwehrhunde. Blitzschnell fuhren sie die Leiter wieder ein und rasten zum Wasserturm. Wow, der dampft aber wirklich. Aber wodurch wird er so aufgeheizt? Doch das wurde ihnen schnell klar. Eine Art Hitzestrahl. Seht mal, wie er den Wasserturm aufheizt. Sofort griff Ryder nach seinem Fernglas und suchte die Gegend ab. Da drüben ist eine große Glaslinse. Sie verwandelt normales Sonnenlicht in einen Hitzestrahl. Sky, hinten im Feuerwehrauto ist eine feuerfeste Plane. Kannst du die Linse damit abdecken? Geht klar. Ja, ich bin der Feuerwehrflughund. Wuff, wuff, Flügel. Im Nu war Sky in der Luft und schnappte sich die Plane. Sehr gut, jetzt wirf sie über die Linse, damit die Sonne nicht mehr hindurchscheinen kann. Und tschüss, Strahl! Sky ließ die Plane genau in dem Moment fallen, als auch François und Captain Tollpatsch den Anhänger mit der Linse erreichten. Ah, endlich! Unsere Linse kullert nicht mehr kreuz und quer. Horatio, sag mal, braucht man bei diesem Wetter Regenplanen? In diesem Fall schon. Marshall, wir haben den Strahl gestoppt, aber der Turm ist immer noch heiß und dampft. Wie ein Teekessel. Wir müssen uns beeilen, bevor er platzt. Zuma, Chase, kühlt den Turm mit den Schläuchen ab. Geht klar. Wasserdüsenauto. Los geht's. Dieses Mal sprang Zuma hinter das Steuer und Chase machte die große Wasserdüse einsatzbereit. Okay, Wassermarsch aus allen Schläuchen. Schon prasselte das Wasser von allen Seiten auf den Wasserturm ein. Rocky, komm mit mir. Wir müssen den Dampf aus dem Turm ablassen. Hochfahren! Wieder wurde die Leiter ausgefahren. Rocky, öffne die Luke mit deinem Greifer. Greifer! Wenige Augenblicke später war die Luke offen und der Dampf konnte entweichen. Das hast du gut gemacht, Marshall. Du hast es geschafft, Marshall. Der Hitzestrahl war gestoppt. Und gemeinsam mit François, Captain Tollpatsch und Bürgermeisterin Gutherz brachten die Fellfreunde die Glaslinse hinüber auf die Robbeninsel und befestigten sie in der Lampe des Leuchtturms. Toll, wie schön. Toll. Super, ein echt exzellenter Erfolg. Und entschuldigt, dass ich so ein Chaos angerichtet habe. Ja, ich entschuldige mich auch für das Chaos, das mein lieber Cousin verursacht hat. Ich allein? Vielen Dank, Paw Patrol. Und vor allem dir, Marshall, dass ihr unsere Stadt gerettet habt. Gern geschehen, Frau Bürgermeisterin. Wenn die Hitze wieder mal zu Kopf steigt, ein Anruf reicht. Der Handydieb. Huhn Henrietta hockte auf einer Bank vor dem Rathaus und wippte auf und ab. Ah, spielst du immer noch Körnerknacken auf meinem Handy, Henrietta? Ha, es ist das beliebteste Spiel, das es derzeit gibt. Auch Bürgermeisterin Gutherz, die gerade vom Joggen kam, wippte jetzt mit. Oh, ich liebe diese kleine Ohrwurm-Melodie. Oh, du hast doch bestimmt Durst vom vielen Picken. Ich gebe dir etwas Wasser. Die Bürgermeisterin brachte das Huhn zu einem Wassernapf, der ein paar Meter weiter auf dem Boden stand, und griff auch selbst nach ihrer Flasche. Ja, das war genau das Richtige. Dann drehte sie sich wieder zur Bank um. Nanu, wo ist mein Handy? Oh, ich weiß genau, ich habe es hier liegen lassen. Herr Jemine, ich rufe besser gleich Hilfe. Oh, ach ja, das geht ja gar nicht. Auch Kathi war mit ihrem Handy beschäftigt. Der Krach weckte Katzi, die neben ihr im Gras lag und sofort aufsprang. Was hast du, Katzi? Erschrocken legte Kathi ihr Handy weg und lief ihrer Katze hinterher, die gerade auf das Dach des Hundesalons kletterte. Katzi, komm da runter, das ist gefährlich. Die Warnung kam zu spät. Katzi saß bereits fest. Ich muss sofort Hilfe rufen. Aber womit? Hä? Warte,
Wo ist mein Handy geblieben? Nur wenige Meter entfernt saß Herr Pfeffer vor seinem Restaurant in der Sonne. Mit dem Handy in der Hand. Ja, gewonnen! Was ist das? Er ließ das Telefon auf dem Stuhl liegen, ging um die Ecke und schaute verwundert auf seine Mülltonnen. Na sowas, wer hat die umgeworfen? Ah! Und das war noch nicht alles. Hey, wer hat meine Melonen geklaut? Ich bestell wohl besser mehr. Das gibt's nicht. Wo ist mein Handy? Das war verschwunden. Vor der Einsatzzentrale tobten die Fellfreunde unterdessen über die Wiese. Also wenn du Bello rufst, sagen alle anderen Polo. Und dann musst du versuchen, uns zu finden. Das klingt super leicht. Aber nicht, wenn deine Augen verbunden sind. Oh, okay. Bello. Polo. Mit verbundenen Augen rannte Marshall los. Bello. Polo. Ich glaube, ich höre Zuma. Da. Marshall flitzte nach links, genau auf einen der Futternäpfe zu. Wow. Sky schaffte es zwar gerade noch, den Napf beiseite zu schieben, trotzdem stolperte der kleine Feuerwehrhund und blieb in der Reifenschaukel stecken, die im Baum hing. Besorgt rannten die Fellfreunde zu ihrem Freund hinüber. Rubble, Zuma, Rocky, Chase, Sky, ich hab euch, ich bin echt gut in diesem Spiel. Bürgermeisterin Gutherz war immer noch auf der Suche nach ihrem Handy und Henrietta wurde langsam ungeduldig. Oh, entschuldige, Süße, ich suche wirklich überall, aber ich kann mein Handy nirgendwo finden. Frau Bürgermeisterin, darf ich Ihr Handy benutzen? Meins ist verschwunden und meine Melonen sind auch weg. Kann mir jemand vielleicht sein Handy leihen? Katzi sitzt auf dem Dach fest und mein Handy ist verschwunden. Eure Handys sind auch weg? Das ist einfach ein Albtraum. Wir müssen unbedingt die Paw Patrol informieren, aber wie nur? Ach, Henrietta, du hast recht, ich kann joggen. Und ich habe ja noch immer meine Laufschuhe an. Also joggte sie los. Geradewegs zur Einsatzzentrale. Ryder! Ryder! Hallo, Frau Bürgermeisterin. Und, Meckerliese, was ist denn passiert? Was wollte denn die Ziege von Bauer Alfred hier? Aber das interessierte die Bürgermeisterin gerade nicht. In der ganzen Stadt sind Handys verschwunden. Wir konnten nicht anrufen, um es dir zu sagen. Die arme Katzi sitzt oben auf dem Dach. Herrn Pfeffers Melonen sind verschwunden. Und Henrietta ist fix und fertig, weil sie ihr Lieblingsspiel nicht spielen kann. Das klingt aber gar nicht gut. Und was hat Meckerliese da? Ryder nahm einen Zettel von den Hörnern der Ziege. Eine Nachricht von Bauer Alfred. Er hatte eine Autopanne auf einer einsamen Straße. Er findet sein Handy nicht. Noch ein verschwundenes Handy? Wir brauchen die Hilfe von allen Fellfreunden, um diesen Fall zu lösen. Aber kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, wir haben einen ultimativen Einsatz. Ryder braucht uns! Marshall steckte immer noch in der Reifenschaukel fest, als die anderen schon in den gläsernen Fahrstuhl der Zentrale sprangen. Neben dem bereits jemand stand. Frau Bürgermeisterin Meckerliese, hallo. Alle Mann aufpassen! Aber da war Marshall samt Reifen auch schon in den Fahrstuhl gerollt. Bello! Polo? Ich wusste nicht, dass die Bürgermeisterin und Meckerliese auch mitspielen. Gemeinsam fuhren sie hinauf ins oberste Stockwerk und schlüpften unterwegs in ihre ultimativen Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Als Polizeihunde. Das ging ja schnell, Fellfreunde. Überall in der Abenteuerbucht verschwinden Handys. Herr Jemine! Katzi! Und deshalb kann uns niemand anrufen. Oh nein! Keiner hat bisher gesehen, wer die Handys wegnimmt. Ha? Das klingt irgendwie unheimlich. Glaubt ihr, es ist ein Geist? Ich bin sicher, es ist kein Geist, aber es ist ein Rätsel. Deshalb ist das hier ein ultimativer Polizeieinsatz. Chase, du als Polizeihund kannst das Team anführen. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um den Fall zu lösen. Ihr müsst allen helfen, die in Schwierigkeiten sind und rausfinden, wer die Handys weggenommen hat. Diese Pfoten regeln das schon! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Das ultimative Polizeiauto von Chase war etwas ganz Besonderes. Es hatte zwei Motorräder an den Seiten, ein Boot und einen Hubschrauber. Und natürlich genug Platz für alle Fellfreunde.
Im Nu war das Auto startbereit. Genauso wie Ryder, der auf einem Polizeiquad saß, und gemeinsam rasten sie los. Sky, such mit dem Polizeihubschrauber nach Bauer Alfred. Ja, ich bin der Flughund. Sky hob ab, während der Rest der Paw Patrol als erstes zu Katys Hundesalon fuhr. Bin ich froh, dass ihr hier seid, Paw Patrol. Ich glaube, Katzi kann sich nicht mehr lange halten. Wir schaffen das, Kathi. Marshall, nimm deine Leiter und hol Katzi darunter. Mach ich, Chef. Marshall startete eines der Motorräder, das über eine lange Leiter verfügte. Leiter hoch! Erleichtert sprang Katzi auf Marshalls Kopf und wedelte aufgeregt mit ihrem Schwanz in seinem Gesicht herum. Das kitzelt. Nichts passiert. Die beiden waren weich gelandet und Katzi sprang sofort in Katis Arme. Hast du etwas Verdächtiges gesehen, bevor dein Handy verschwunden ist? Nein, ich hatte nur gerade Körnerknacken gespielt. Ein tolles Spiel. Es ist das hier, oder? Ja, genau. Die Melodie ist cool. Aber du hast nicht zufällig jemanden herumlaufen oder herumschweben sehen, oder? Nein, niemanden. Tut mir leid. Dann ist unsere Arbeit hier erledigt, Freunde. Fahren wir rüber zum Rathaus. Mittlerweile war die Sonne untergegangen. Sky, siehst du Bauer Alfred irgendwo? Noch nicht. Es ist sehr dunkel hier draußen, aber ich werde weitersuchen. Was Bürgermeisterin Gutherz mittlerweile aufgegeben hatte. Stattdessen hielt sie ihrem Huhn zur Ablenkung einen Taschenrechner hin, was allerdings nicht wirklich funktionierte. Oh, seht ihr, wie sehr Henrietta ihr Körnerknacken vermisst? Sagten Sie Körnerknacken? Das ist dasselbe Spiel, das Kathi gespielt hat, als ihr Handy verschwunden ist. Interessant. Mal sehen, was Herr Pfeffer weiß. Dessen Restaurant befand sich gleich um die Ecke. Herr Pfeffer, können Sie uns sagen, was hier passiert ist? Ich hatte gerade Körnerknacken gespielt, als ich hörte, wie meine Mülltonnen umfielen. Also ging ich hin, um sie aufzuheben und ließ mein Handy hier. Als ich zurückkam, waren mein Handy und alle meine Melonen weg. Körnerknacken und verschwundene Melonen? Vielleicht finden wir noch mehr Hinweise in der Nähe der Mülltonnen. Rocky, guck mal, ob du was mit deinem Suchgerät rausfindest. Geht klar, Chef. Ryder schaltete sein Pawpad ein. Sky, hattest du Glück? Ja, viel Glück. Ich habe Bauer Alfred gefunden. Klasse, sag uns Bescheid, wenn du Hinweise findest. Verstanden. Bauer Alfred strahlte, als Sky neben ihm landete. Oh! Sky, ich freue mich mehr, dich zu sehen, als ein Schwein sich über frischen Schlamm freut. Ich auch. Also, was ist passiert? Ich bin diese neue Strecke gefahren, als plötzlich Melonen über die Straße rollten. Ha? Ich habe gebremst und ein Reifen ist geplatzt. Aber als ich wieder in meinen Wagen stieg, war mein Handy weg. Also habe ich Meckerliese losgeschickt. Chase, Bauer Alfreds Handy ist verschwunden, als er sah, wie plötzlich Melonen über die Straße rollten. Frag ihn, ob er zu dem Zeitpunkt gerade Körnerknacken gespielt hat. Ich würde nie ein Spiel spielen, während ich fahre. Obwohl ich es angemacht hatte, weil Meckerliese dieses lustige kleine Lied so gern hat. Sowas in der Art. Interessant. Suchgerät. Mit diesem Gerät konnte Rocky Spuren auch im Dunkeln erkennen. Und tatsächlich. Chase, ich habe Spuren gefunden. Sie sind wirklich klein. Können Geister Spuren hinterlassen? Diese Spuren riechen nach Melone. Folgt diesem Geruch. Die Paw Patrol verlor keine Zeit. Die Spuren und der Duft führen in den Wald. Dem sollten wir nachgehen. Nichts wie los. Viele Sterne funkelten am Himmel, als die Fellfreunde in den dunklen Wald hineinfuhren und vor sich plötzlich ein Licht entdeckten. Was ist das? Ein Geist? Ich glaube nicht, dass es ein Geist ist, Rubble. Es ist ein Handy. Fahren wir hinterher. Das leuchtende Handy bewegte sich auf und ab und zeigte ihnen so den Weg. Das Handyleuchten, es ist weg. Oh nein, der Melonenduft ist auf einmal auch weg. Und wir waren so nah dran, das Rätsel zu lösen. Echt schade. Wartet. Ich höre Musik. Folgen wir dem Klang. Chase hatte wirklich scharfe Ohren. Du hast recht. Jetzt höre ich sie auch. Ja. Ist das die Musik von Körnerknacken? Ja, so ist es. Und sie kommt aus dieser Höhle dort. Die Höhle befand sich am Rand einer Lichtung. Und aus ihr leuchtete es. Vorsichtig schlichen die Fellfreunde sich an. Es
Es ist ein Waschbär. Ein tanzender Waschbär. Jetzt verstehe ich es. Waschbären suchen nachts nach Nahrung. Deshalb hatte er es auf die Melonen abgesehen. Auf jedem Handy, das er mitnahm, lief gerade dieses Spiel. Der Waschbär muss das Lied wirklich sehr lieben. Die Melodie ist ziemlich cool. Ich wusste, es war kein Geist. Wir müssen die Handys zurückholen. Aber zuerst müssen wir den Waschbären irgendwie weglocken. Ich habe eine Idee, aber ich muss mir dein Pawpad ausleihen, Ryder. Kein Problem. Was hast du vor? Ganz einfach. Chase schaltete sein Megafon ein und hielt es an das Pawpad, das nun die Melodie abspielte, die der Waschbär so mochte. Alles klar, kleiner Waschbär. Tanzen wir zu Körnerknacken. Sofort kam der Waschbär aus seiner Höhle und tanzte mit Ryder um die Wette, während sich die Fellfreunde die Handys schnappten. Dann machten sie sich auf den Rückweg. Vielen Dank! Ihr seid die Besten! Danke, Fellfreunde! Dankeschön, Ryder! Ach, gern geschehen. Wenn ihr wieder mal ein Handy verliert... Ein Anruf reicht! Oder ihr kommt zu uns! Nochmals danke, Paw Patrol! Aber woher wissen wir, dass der Waschbär sich die Handys nicht nochmal holt? Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin, hab mich drum gekümmert. Rocky hatte ein Handy in der Höhle gelassen und an der Wand befestigt. Jetzt konnte der kleine Waschbär tanzen, so oft und so lange er wollte. Die wilde Stadtrundfahrt. Am Ortseingang der Abenteuerbucht prangte ein großes Schild. Blitzeblank! Den Touristen wird unser neues Willkommensschild sicher gefallen. Und danke fürs Huckepack tragen, Zuma. Das habt ihr super gemacht. Rocky, zieh noch mal alle Schrauben fest. Schraubendreher. Aber da war nichts mehr locker. Auch wenn der Wind wie verrückt weht, unser Schild fliegt nicht weg. Stecken die Pfosten fest in der Erde? Klar doch, Ryder. Es war eine Drecksarbeit, aber einer musste sie ja machen. Und irgendjemand muss dir die Schnute waschen. Dann brauche ich vielleicht eine Dusche. Wasserdüsen. Marshall war schließlich der Feuerwehrhund. Und er spritzte Rubble von oben bis unten ab, bis er wieder sauber war. Die glauben wohl wirklich, dass ein schickes neues Schild mehr Leute in die Abenteuerbucht lockt. Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf gefiel das alles gar nicht. Aber das können Sie vergessen. Ich habe nämlich einen Trick im Ärmel. Einen super schlauen Besserwisser-Trick. Ich werde mich als Reiseleiter verkleiden und die Leute überreden, eine Stadtrundfahrt zu machen. Aber ich zeige Ihnen nicht die Abenteuerbucht. Ich fahre mit Ihnen in die Nachbarstadt. Doch erst einmal stolperte er über einen Ball seiner Chaoskätzchen und fand sich auf dem Boden wieder. Mit einem Kätzchen auf dem Bauch. Aha. Du weißt doch, stören beim Schnurrbartzwirbeln ist verboten. Ich habe sogar schon einen Reisebus und einen Fahrer. Er heißt Miau Miau. Und Miau Miau, ein Robokater, kam bereits angefahren. In einem sehr klapprig aussehenden gelben Bus. Ihr werdet nicht mehr kichern, wenn ich euch sage, was für ein gutes Tauschgeschäft dieser alte Bus war. Ich habe ihn gegen den Katzenkorb getauscht. Wie bitte? Ich habe ihn den hereinspaziert und hab Spaßbus getauft. Zufrieden stieg der Bürgermeister ein, band sich einen langen Bart um und setzte Miau Miau sein Bürgermeisterhut auf die Ohren. Und ich habe den niedlichsten Busfahrer, den es gibt. Dann schlug er dem Kätzchen die Tür vor der Nase zu. Tut mir leid, nur für Touristen. Kätzchen sind nicht erlaubt. Aber das ließen sich die sechs nicht gefallen und kletterten heimlich in den hinteren Teil des Busses. Bürgermeisterin Gutherz polierte an diesem Morgen die Statue ihres Huhns, die vor dem Rathaus stand. Sieh nur, wie golden sie glänzt, Henrietta. Als Bauer Alfred und Bäuerin Yumi vorbeikamen. Einen schönen guten Morgen. Das neue Willkommensschild gefällt uns. Ja, das sieht wirklich toll aus. Ich bin ja so froh, dass es Ihnen gefällt. Wir bereiten nämlich die Abenteuerbucht auf die Touristenzeit vor. Ein gelber Bus kam angebraust und hielt genau neben ihnen. Hallo, der hereinspaziert und hat Spaßbusreiseleiter zu Ihren Diensten. Wer hat Lust auf eine Rundfahrt zu den Sehenswürdigkeiten der tollsten Stadt der Welt? Ich hätte Lust darauf. Ich liebe Stadtrundfahrten. Und ich liebe Busse. Ja, da fahren wir mit. Begeistert stiegen Yumi und Alfred ein und mit ihnen einige Touristen. Eine Stadtrundfahrt ist eine gute Idee. Ich glaube, ich habe noch nie eine mitgemacht.
Leider hatte die Bürgermeisterin dafür auch heute keine Zeit. Aber der Bus war auch ohne sie gut gefüllt. Hallo alle zusammen. Wenn Sie aus dem Fenster schauen, sehen Sie die berühmte Abenteuerbucht-Hühnerstatue. Natürlich nicht aus echtem Gold. Oh! Schnell hielt die Bürgermeisterin Henrietta die Ohren zu. Gib Gas, Miau Miau! Die Stadtrundfahrt begann. Dies ist das berühmte Restaurant von Herrn Pfeffer. Es gewann den ersten Preis für die matschigsten Waffeln. Das muss ein Irrtum sein. Die Waffeln von Herrn Pfeffer sind sehr beliebt. Es sind die leckersten Waffeln der Welt. Hey, wann besichtigen wir denn die Zentrale der Paw Patrol? Auf unserem Besichtigungsplan steht etwas viel Interessanteres als eine übergroße Hundehütte. Schneller, Miau, Miau. Wir müssen in die Nachbarstadt, bevor sie misstrauisch werden. Das war aber gar nicht im Sinne der Chaoskätzchen, die jetzt neben dem angeblichen Reiseleiter auftauchten. Kätzchen? Was habt ihr denn hier zu suchen? Na, Chaos verbreiten. Also sprang eines der Kätzchen auf den Gashebel. Oh nein! Der Bus machte einen Satz nach vorn und raste los. Über die Straßen, den Hügel hinauf und wieder hinunter. Er legte sich dabei scharf in die Kurven und nun setzten die Chaoskätzchen auch noch den Robokater außer Betrieb, der prompt das Lenkrad abriss. Sofort geriet der Reisebus ins Schlingern. Oh! Hätten wir nur eine Waffelpause gemacht. Hilfe! Jemand muss die Paw Patrol rufen. Das kann ich übernehmen. Ich habe Ryders Nummer eingespeichert. Ryder und die Fellfreunde standen immer noch am Ortseingang. Ihr habt das Willkommensschild toll hinbekommen. Bauer Alfred, ist alles in Ordnung? Naja, meine Frau und ich haben schon ruhigere Stadtrundfahrten erlebt. Oh, meine Cappy fliegt durch das Klappdach davon. Das Lenkrad von unserem Reisebus ist abgegangen. Hilfe, alles außer Kontrolle. Keine Panik, Leute, wir kommen sofort. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder braucht uns. Der Paw Patroller stand am Straßenrand und alle Hunde stürmten die Rampe hinauf. Ups. Bis auf Marshall, der von einer Biene verfolgt wurde. Marshall, pass auf! Aber da war der kleine Tollpatsch auch schon gestolpert. Beim nächsten Mal bin ich vorsichtiger. Die Rampe wurde eingefahren und die Tür des Paw Patrollers schloss sich. Schnell schlüpften die Fellfreunde in ihre Einsatzanzüge und liefen dann in den vorderen Teil ihrer rollenden Zentrale, wo Ryder sie bereits erwartete. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bauer Alfred, Bäuerin Yumi und ein paar Touristen sitzen in einem Reisebus mit einem kaputten Lenkrad. Das noch! Oh nein! Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Du bringst mit deinem Werkzeug das Lenkrad wieder an. Rocky rockt! Und Sky. Du hebst Rocky mit deinem Hubschrauber durch das Klappdach in den Bus. Ja, ich bin der Flughund! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Rocky flitzte zu seinem Recycling-LKW, der im hinteren Teil des Paw Patrollers stand, und Sky zu ihrem kleinen Hubschrauber, der auf dem Dach parkte. Wenig später waren sie startklar. Auch Ryder, dessen Quad über eine Plattform seitlich hinausgeschwenkt wurde. Dann rasten die Freunde los und dem Reisebus hinterher, der völlig außer Kontrolle war. Miau, miau, das Lenkrad funktioniert nicht mehr. Tritt auf die Bremse! Daraus wurde aber nichts. Die Bremse funktioniert auch nicht mehr. Oh. Seht mal, die Paw Patrol. Die befand sich bereits genau hinter dem Bus. Bereit, Rocky? Bereit. Kann losgehen, Sky. Festhalten. Vorsichtig ließ Sky einen Haken zu Rocky hinunter. Dann zog sie den kleinen Mischling in die Höhe. Whoa. Und flog mit ihm zu der offenen Klappe im Dach des Busses. Doch der schlingerte zu sehr. Hoppla! Gleich nochmal! Dieses Mal klappte es. Und Sky ließ Rocky durch das Klappdach hinunter in den Bus. Danke, Sky. Der kleine Mischling löste den Haken. Ryder, geschafft.
Robokätzchen, ich muss auf den Fahrersitz, um das Lenkrad zu reparieren. Miau, miau, weg, weg! Widerwillig machte der Robokater Platz. Das sieht gar nicht so schwierig aus. Ich muss einfach nur das Lenkrad wieder anschrauben. Greifer! Würdest du mir bitte das Lenkrad geben, Robokätzchen? Aber daraus wurde nichts. Der Bus fuhr nämlich über einen großen Stein, wackelte hin und her. Wow! Nein! Und das hatte Folgen. Schlechte Nachrichten, Ryder. Das Lenkrad ist in die Bucht gefallen und ich sehe keine Bremse. Und wir rasen zurück in die Stadt. Ryder riss das Steuer seines Quads herum. Sag allen, sie sollen sich festhalten, Rocky. Ich hole Verstärkung. Rubble, wir brauchen mehr Hilfe. Rubble ist der Retter. Auch Rubble machte sich nun auf den Weg. Doch er musste sich beeilen, denn der Reisebus raste bereits durch die Straßen der kleinen Stadt. Ryder, wir fahren auf den Limonadenstand zu. Ryders Blick fiel auf einige Absperrgitter. Rubble, schieb diese Barriere vor den Stand. Betonrampe, das funktioniert. Blitzschnell schob Rubble mit seinem Bagger die Gitter in die Mitte der Straße. Der Bus fuhr mit den rechten Rädern hinauf und wieder hinunter und raste nun in eine andere Richtung. Folge dem Bus! Der nun wieder aus der Stadt hinausfuhr. Jetzt sind wir zum Glück auf einem Feldweg. Yumi und Alfred waren sehr erleichtert. Allerdings nicht lange. Ja, nichts als frische Landluft und Felder und ein wunderschöner Bauernhof. Halt! Das ist unser Bauernhof! Und wir pflügen mitten durch! Sie fahren gleich gegen das Silo! Nicht, wenn du es schaffst, die Heuballen davor zu schieben. Mach ich! Rubble schaffte es in letzter Sekunde, bevor der Bus gegen die Heuballen prallte. Gut gemacht, Rubble! Wieder hatte der Bus seine Richtung geändert. Ryder! Der Reisebus fährt in Richtung Fluss! Über den Fluss führte eine Zugbrücke, die ausgerechnet jetzt von dem Brückenwärter in Bewegung gesetzt wurde. Oh, Ryder, die Zugbrücke geht hoch und wir können nicht anhalten. Was sollen wir tun? Vielleicht schaffst du es, dass der Bus schneller fährt. Schneller? Soll ich das wirklich versuchen? Ja, ich habe eine Idee. Und die musste funktionieren. Robohund, fahr den Paw Patroller so schnell du kannst zur Zugbrücke. Du musst unbedingt den Reisebus überholen. Versperren wir ihm den Weg? Nein, wir werden ihn einfach Huckepack nehmen. Der Paw Patroller kam angerast, fuhr an dem Reisebus vorbei und dann hinauf auf den einen Teil der hochgezogenen Zugbrücke. Nun flog er über den Fluss. Genauso wie der Bus, der nun auf dem Dach des Paw Patrollers landete, wenig später auf der anderen Seite der Zugbrücke wieder aufsetzte und zum Stehen kam. Wir haben's geschafft! Dem angeblichen Reiseleiter, dem der lange Bart abgefallen war, zitterten die Knie. Ich war heute Ihr Stadtrundfahrt-Reiseleiter und ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt. Wohl kaum, Herr Reiseleiter, vom Herein spaziert und habt Spaß, Bus. Oder sollte ich sagen, Bürgermeister Besserwisser? Der Paw Patroller brachte alle sicher zurück in die Abenteuerbucht. Danke, Paw Patrol, ihr habt uns von der verrücktesten Stadtrundfahrt aller Zeiten gerettet. Gern geschehen. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Und Bürgermeister Besserwisser? Der war mit seinen Chaos-Kätzchen auf dem Weg zurück ins Nachbardorf. Oh, ihr habt Glück, dass ich den kaputten Bus gegen den fahrenden Katzenkorb zurücktauschen konnte. Nein, ich werde nicht schneller fahren. Für heute habe ich vom schnellen Fahren die Nase voll. Nächtliche Abenteuer im Museum. In der Abenteuerbucht ging langsam die Sonne unter. Schluss für heute. Schlafenszeit. Aber ich bin gar nicht müde. Na schön, vielleicht ein bisschen. Oh, heute darf ich die Gute-Nacht-Geschichte aussuchen. Marshall flitzte zu dem Bücherstapel im Erdgeschoss der Einsatzzentrale. Ah, mein Lieblingsbuch. Schnuffi Schnuffel. Das lag allerdings ganz unten. Er zerrte daran. Ich hasch gleich, ich hasch gleich, ich hasch. Oh, oh. Leider fiel dabei der ganze Stapel um. Geht's dir gut? Was ist passiert? Das ist eine lange Geschichte. Der kleine Alex freute sich ganz besonders auf die Nacht, die vor ihm lag. Also, Mini Patrol, das ist das Museum. Wir übernachten heute hier. Ist das nicht toll?
Die Mini-Patrol bestand aus Schildi, der Schildkröte, einem Hasen, Katzi und dem kleinen Tut, einer Eule. Alle freuten sich sehr auf die Übernachtung. Auch Julia und Julius, zwei Freunde von Alex, die nun neben Bürgermeisterin Gutherz in der Tür erschienen. Hallo, Alex. Hallo, Mini-Patrol. Ah, hallo, Alex und Freunde. Freut ihr euch denn schon auf die lustige Übernachtung? Und wie? Sie haben einen coolen Schlafanzug an. Der aussah wie ein Hühnerkostüm. Dankeschön. Henrietta hat ihn ausgesucht. Rein mit euch. Im Museum war es fast dunkel. Nur wenige Lampen brannten. Willkommen zur Mitternacht im Museum. Wahnsinn. Nachts ist es hier ja richtig unheimlich. Und es gibt eine Menge cooles Zeug. Bilder und Rüstungen und alte Helme zum Beispiel. Vergiss nicht, Alex. In einem Museum sieht man sich alles nur an. Es wird nichts angefasst. Wahnsinn. Ist das ein T-Rex? Und was für einer. Das Skelett des riesigen Fleischfressers hing unter der Decke. Ein sehr zerbrechlicher T-Rex. Also schön Abstand halten. Wir wollen doch nicht, dass das Gerippe umfällt. Ihm wird nichts passieren. Ich und meine Mini-Patrol sind super-duper vorsichtig. Aber da lag bereits eine wertvolle grüne Schale auf dem Boden. Und als Alex sich danach bückte, stieß er prompt gegen einen Wikingerhelm. Ups, Entschuldigung, ich heb's wieder auf. Schnell stellte Alex die Schale zurück auf ihren Sockel. Oh, wie gut, dass du mich daran erinnerst, Henrietta. Jetzt gibt es Essen. Wir helfen dir, Tante Gutherz. Alex allerdings setzte sich lieber den Helm auf den Kopf. Seht her, ich bin ein Wikinger. Dieser war ihm aber viel zu groß, rutschte über die Augen. Alex stolperte, stieß gegen ein Bild und dann wieder gegen den Sockel mit der Schale. Ups! Und dann kippte auch noch eine der Ritterrüstungen um und zerfiel in ihre Einzelteile. Oh nein, wie ist das denn passiert? Wir müssen aufräumen, Mini-Patrol. Aber die schlief. Jedenfalls taten das der Hase und Katzi, während der kleine Tut im Museum herumflatterte. Hey, wo ist denn Schildi? Ein grüner Panzer bewegte sich quer durch den Raum. Oh, da ist er ja. Schildi, bleib stehen. Aber vorher weckte er die anderen. Schildi flitzt auf und davon. Wir wollen doch nicht, dass er sich verläuft. Die Mini-Helfer legen los. Alex schnappte sich die Tiere, rannte mit ihnen hinaus zu seinem Dreirad und strampelte los. Dass er dabei eine schwere Statue umgeworfen hatte, bemerkte er nicht. Haltet schön die Augen offen. Ich bin mir ziemlich sicher, Schildi ist irgendwo davon. Da lag die Schildkröte ja, im Gras. Hä? Das ist nicht Schildi, sondern die Schüssel aus dem Museum. Ich wusste nicht, dass sie laufen kann. Neugierig hob Alex sie auf und zum Vorschein kam... Oh, eine kleine Maus. Das bedeutet, Schildi ist bestimmt noch im Museum. Und wo ist das Museum? Erst jetzt fiel ihm auf, dass er mitten im Wald stand. Im Museum war sein Verschwinden mittlerweile bemerkt worden. Alex! Oh, er muss rausgegangen sein. Aber wir können ihn nicht suchen, wenn wir es nicht schaffen, diese Türen zu öffnen. Die Türen waren nämlich von der schweren Statue versperrt. Och, ich rufe besser die Paw Patrol. Der Ryder gerade die Gute-Nacht-Geschichte vorlas. Und so schnupperte Schnuffi, der Schnuffelhund, drauf los. Oh, es ist gerade so spannend. Frau Bürgermeisterin, wie läuft die Nacht im Museum? Nicht gut, Ryder. Alex und seine Mini-Patrol sind verschwunden. Sie haben das Museum verlassen und wir können sie nicht suchen, weil wir nicht rauskommen. Die arme Henrietta ist außer sich vor Sorge. Wir kommen. Sie wissen ja, kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Sofort flitzten die Fellfreunde zu dem gläsernen Fahrstuhl und hüpften hinein. Nur Marshall nicht. Der stolperte nämlich über sein Hundekissen, kugelte den anderen hinterher. Marshall! Pass auf! Und riss sie dabei von den Pfoten. Von Übernachtung habe ich schon gehört, aber noch nie von Unternachtung. Alle sprangen in ihre Einsatzanzüge, während der Fahrstuhl sie nach oben in die Zentrale brachte. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder.
Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Alex und die Mini-Patrol haben das Museum mitten in der Nacht verlassen. Oh nein! Es ist stockdunkel! Oh je! Und die Bürgermeisterin kann sie nicht suchen, weil sie eingeschlossen ist. Oh nein! Für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspion Chase. Du suchst mit deiner Nachtsichtbrille im Wald nach Alex und der Mini-Patrol. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Und Rocky. Du fährst zum Museum und öffnest mit deinem Werkzeug die Museumstür. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder rutschte die Stange hinab bis zu seinem roten Quad mit den dicken Reifen. Chase und Rocky nahmen die Rutsche. Die reichte bis zu den Garagen, wo ihre Fahrzeuge standen. Schnell überprüften sie die Ausrüstung und dann konnte es schon losgehen. Unterdessen probierten Bürgermeisterin Gutherz, Julia und Julius wieder und wieder die Statue wegzuschieben. Also gut, versuchen wir noch einmal diese Tür zu öffnen, um Alex zu suchen. Eins, zwei, drei, schieben! Tante Gutherz, sollten wir nicht alle auf einer Seite schieben? Oh, ja, das wäre wesentlich. Der Arm der umgefallenen Ritterrüstung bewegte sich quer durch das Museum. Kinder, habt ihr auch gesehen, wie sich die Rüstung bewegt? Allerdings. Das ist ein Gespenst! Seid nicht albern. Ihr wisst, dass es keine Gespenster gibt. Ich hoffe, die Paw Patrol ist bald hier. Das stimmt, sie kommen da! Die drei waren wirklich sehr erleichtert. Ryder, bitte helft uns! Rocky macht das schon, Frau Bürgermeisterin. Ja! Aber wie komme ich rein? Durch das offene Fenster. Doch das befand sich im ersten Stock. Chase, kannst du Rocky bitte hochhelfen? Das kriegen wir hin. Ruff, Seilwinde! Dank der Winde war Rocky im Nu oben und hüpfte durch das offen stehende Fenster. Ich bin drin! Toll gemacht! Rocky, du machst die Türen auf und wir suchen inzwischen nach Alex. Ryder und Chase gaben Gas und verschwanden in der dunklen Nacht. Rocky dagegen flitzt ins Erdgeschoss des Museums und band erstmal ein Seil um die Statue, die Tür versperrte. So, das müsste klappen. Das andere Seilende zog er durch einen Ring an der Decke und ließ es an der anderen Seite wieder hinunter. Was für ein schlauer Hund du doch bist. Danke. Also, wenn wir jetzt alle ziehen, kriegen wir das Ding da weg. Also zogen und zerrten die vier, so sehr sie konnten. Die Bürgermeisterin ließ das Seil los. Nein, Moment, nicht loslassen! No! Im letzten Moment griff Bürgermeisterin Gutherz wieder zu. Und die Statue richtete sich auf. Alles gut. Bis auf den Helm der Ritterrüstung. Hat sich der Helm gerade bewegt? Ja, das hatte er. Alex versuchte unterdessen, den Heimweg wiederzufinden. Und natürlich nahm er die kleine Maus mit. Du piepst aber viel. Dann nenne ich dich Kleiner Piep. Keine Angst, Kleiner Piep. Wir finden bald zum Museum. Bestimmt. Viele Sterne standen am Himmel, als Ryder und Chase den Wald erreichten. Siehst du irgendwas, Chase? Nein, bis jetzt nicht. Nimm deine Lampe. Vielleicht sehen sie das Licht. Wow, Taschenlampe! Die Lampe war groß und erhellte die Finsternis. Alex! Alex! Und wirklich. Hört ihr das? Jemand sucht nach uns. Das ist bestimmt die Paw Patrol. Wir sind hier! Chase, leuchte mal in die Richtung. Geheimspion Chase schwenkte die Lampe herum. Sie sehen uns nicht, aber bestimmt sehen sie das. Entschlossen hielt Alex die grüne Schale aus dem Museum in den Lichtstrahl der Lampe. Hallo, wir sind hier! Das ist Alex. Wir haben sie gefunden. Na dann los! Im Museum bewegten sich nun auch der Helm und die zweite Hand der Ritterrüstung wieder über den Boden. Guck mal, noch mehr Gespenster! Nein, nein, macht, dass ihr wegkommt, weil es sowas wie euch nicht gibt. Husch, was immer ihr seid! Glaubte die Bürgermeisterin vielleicht doch an Gespenster? Oh, sie sind hinter mir her! Mit einem Satz brachte sich Bürgermeisterin Gutherz auf dem Skelett des T-Rex in Sicherheit. Der kleine Alex war ziemlich zerknirscht. Du
tut mir leid, dass ich einfach weggelaufen bin. Ich verspreche, dass ich nie wieder alleine nachts rausgehen werde. Ja, das ist besser. Rufen wir die Bürgermeisterin an und sagen ihr, dass du... Oh, Frau Bürgermeisterin. Ich bin auch hier. Sie haben Schildi gefunden. Julius und Julia hatten die kleine Schildkröte gerade unter der Rüstung entdeckt. Ja, und ich bin froh, dass sie dich gefunden haben. Aber jetzt befinde ich mich selbst in einem klitzekleinen T-Rex-Problemchen. Nicht bewegen! Das Skelett sieht sehr wackelig aus. Oh, oh, wir müssen uns beeilen. Marshall, komm schnell zum Museum. Die Bürgermeisterin braucht deine Hilfe. Marshall macht's. Marshall beeilte sich sehr. Und das war auch gut so. Jedenfalls kannst du gut klettern. Danke. Trotzdem nicht vergessen, in einem Museum sieht man sich alles nur an. Es wird nichts angefasst. Nun flog die Tür auf. Wir holen sie da runter. Marshall, pass auf die Rüstung auf. Wieso bewegen die sich denn von alleine? Gespenster? Das sind keine Gespenster. Alex hob die Teile der Rüstung hoch. Es sind Mäuse. Oh, puh. Na dann, Problem gelöst. Oh, dann würde ich sagen, es reicht mir und ich würde gern runterkommen. Leiter hoch. Steigen Sie auf die Leiter. Die Bürgermeisterin machte sich sofort an den Abstieg. Doch dabei löste sich einer der Knochen des Dinosaurier-Skeletts. Der Jemide! Chase, fang den Knochen auf. Wow, Netz! Der Knochen landete weich, aber der Dino schwankte. Der T-Rex fällt gleich um. Diese Übernachtung wird langsam zu einem Saurier-großen Abenteuer. Leider, wir sollten den Knochen wieder einsetzen. Gute Idee, Alex. Marshall, fang! Ryder griff nach dem Knochen, warf ihn Marshall zu, der fing ihn geschickt auf und kletterte dann die Feuerwehrleiter hinauf. Gleich geschafft! Ich hab's gleich geschafft! Ja! 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 Zur Belohnung gab es Kekse für alle. Danke, Ryder! Du und die Fellfreunde, ihr habt Mitternacht im Museum gerettet. Gern geschehen. Hilfe holen. Ist ganz, leicht, ein Anruf. Wieso bewegte sich denn Ryders Teller? Schnell hob Alex ihn vom Boden auf und es erschien die kleine Maus. Das ist der kleine Piep. Frau Bürgermeisterin, darf der kleine Piep auch hier übernachten? Er gehört jetzt nämlich zur Mini-Patrol. Also schön, solange er sich alles nur ansieht und nichts anfasst und damit spielt. Den Rest der Nacht verbrachten die Fellfreunde ebenfalls im Museum. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.